Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Elder Scrolls 5 Skyrim. Jawohl. So, wir haben hier in der letzten Folge Schulden eingetrieben, obwohl wir eigentlich bloß Zeug verkaufen wollten und uns keinen neuen Quest an die Backe nageln lassen wollten. Hat ja wunderbar geklappt. Nicht. So. Händler, ja, irgendwie Nishu, Rifthorn, gut Rifthorn. Hier ist alles Mögliche, aber nicht das, was wir suchen. Er findet dafür völlig. Ja, ja. Und, wir reisen jetzt mal irgendwo hin, wo wir was verkaufen können. War nicht wieder die falsche Taste. Und zwar nach Weißlauf. Ja, wollen wir. Wir wollen nach Weißlauf reisen. Unser Zeug verkaufen. Dann kehren wir wieder zurück nach Rifthorn oder sammeln irgendwie zwischendurch mal die Kumpels von der Dämmerwacht ein. Ja, irgendwie hat mein Wiederbelebungsversuch bei dem NPC hier nicht so ganz funktioniert. Die Dame ist verschwunden. Ja, hier gut, hier ist sowieso gerade noch keiner. Kommandant, Kommandant. Der Kommandant der Wache hier in Weißlauf. Kommandante. Wir wollten ja auch noch zum Vogt gehen und das Kind adoptieren. Das hat uns das so leid getan. Aber erstmal müssen wir Geld verdienen, sonst geht das nicht. Mein Nordfreund. Was jagt ihr denn? Egal. Ich will es gar nicht wissen. Das wirst du nicht davon. Oh. Komm hier. Den behalten wir mal. Nein, den. Behalten wir noch nicht. Noch können wir es nicht schmieden. Also verkaufen wir es. Das hat 18 und unser Schwert jetzt haben hat 28. Stahlschwert des Entziehens. Stahl Zweihänder der Funken. Kannst du haben. Und jetzt ist er pleite. Gut. Das heißt, wir haben jetzt 160 von 325. Das geht schon mal. Und haben 4976 Gold. Wir brauchen aber ganz dringend noch ein paar Tränke. Und die gibt es oben im Kupferkessel. Ich habe nichts getan. Wie es aussah, war er auf dem Weg nach Nordosten. Deswegen gehen wir da jetzt hin. Melethor dürfte noch nicht in seiner Kaschemme sein. Irgendwie Langschläfer, glaube ich. Ja, sag ich doch. Dafür ist Madame Arcadia da. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen. Ihr seht etwas blass aus. Könnte sich um eine Ataxie handeln. Wie wär's? Hier ist zu Hause in Cyrodiil ein ziemliches Problem. Werft einen Blick drauf. Zaubertränke. Der kleine Heilung, na toll, einen ganzen davon. Das ist sehr schlecht. Wenn ihr Trinken. Dann trinken wir noch mal ein. Könnt ihr jederzeit wieder. Bitte entschuldigt, aber haben wir da einen Fall von Rüttelfieber? Dagegen habe ich etwas. Ich habe doch gerade einen Trank genommen, Menschenskinder. So etwas. In diesen Mauern habe ich alle nötigen Zutaten, um einen Zaubertrank gegen so gut wie jedes Leiden zu brauen. Hätte ich einen Septim für jeden Fall von Felsenhaxe oder Sinnesfluch, die ich bei der Eröffnung dieses Ladens geheilt habe, wäre ich jetzt eine reiche Frau. Ich kann euch sicher das eine oder andere beibringen. Das hilft uns jetzt aber nicht wirklich weiter. Wir brauchen oder wir müssen wissen, was für was ist. Hast du vielleicht bei Bücher, wo irgendwie Rezepte. Ja, und da. Ich will doch hier Menschenskind. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir wissen, wie man Heiltränke herstellt, Mensch.
Ich kenne doch noch nicht jede Zutat. Verdammt. Ich. Also die Zutaten kenne ich schon, aber ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht mehr, wer hier was, wie und warum. Also ich kenne die Wirkung der Zutaten nicht mehr aus dem Kopf. So, jetzt haben wir es. Ihre Geburt. Hier wächst gleich ein Schwert aus dem Kopf, mein Freund. Bist du in Erde? Ach, ja. Störe, sagt es einfach und ich gehe. Wo ist? Da ist er. Und die wollte ich, mein Freund. Da hilft und na, also, was möchtet ihr gerne kaufen? Ist jetzt zwar nicht, war egal. Wenn ihr das nächste Mal möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Nein. Genießt euren Besuch in Drachenfeste. Wir können ja auch den hier benutzen. Ein bisschen was haben wir ja noch einstecken hier. Das können wir alles schon. Ist das Weizen war das eine und was anderes war das andere? Ja. Besuch die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Nein. Gift. Regeneration senken. Ich will doch aber hier so. Hast du vielleicht irgendwas? Was habt ihr zu verkaufen? Ich hatte euch für einen Magier gehalten. Ich denke, das wird euch gefallen. Heilung? Glaube ich, das, was ich. Elsie. Nehmen wir auch. So. Wenn ihr die entsprechende Begabung. Dann, Gucken kennen wir bereits. Felsen kennen wir. Kennen wir schon. Holtes Geberfell und Schlammkrabbenschied. Ja. Mal vorhin verbraten. Solltet ihr die Akademie der Magier in Witte besuchen. Und jetzt haben wir immer noch keine Zaubertränke. Das ist sehr schlecht. Das heißt, wir versuchen es nochmal bei Veletor. Ich glaube, der hat aber auch keine. Weil ist ja jetzt schon wach.
Man weiß es nicht. Kann's nur hoffen. Meine Freundin Olava, die Seherin, sie sagt, dass die Dinge besser für mich laufen werden, wenn ich anfange, mehr Rückgrat zu zeigen. Ja. Haben wir keine Zeit für uns, jetzt diesen Quest auch noch an die Backe zu binden. Schon wieder seine Hetzreden verbreiten. Ihr könnt euch glücklich schätzen, hier in der Stadt und nicht in Flusswald zu sein. Die armen Leute da haben nicht mal eine Mauer. Fürchtet euch nicht, ob Drache oder Riese, wir werden mit allem fertig. Ja, genau, so siehst du aus. So, wo finden wir denn das Kind? Wo ist denn das höher hingerannt? Egal, die läuft uns schon mal über den Weg. So, jetzt ist er da. Jetzt gucken wir mal, ob er Zaubertränke hat. Müssen wir noch nach Flusswald. Alles steht zum Verkauf. Alles. Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. So, Zaubertrank der Heilung, der kleinen Heilung. Na gut. Immer noch besser wie nix. Bitte kommt wieder. So, jetzt wollen wir mal gucken bei unseren Magiker. Wiederherstellung. Schnellheilung. Kosten 63, 10 pro Sekunde. Das fügen wir mal zu den Favoriten. Das entfernen wir mal von den Favoriten. Das jetzt 5. So. Wir schauen noch mal schnell in Flusswald vorbei. Vielleicht ist der ja sowas. So, unser Pferdchen ist auch wieder da. Das ist sehr schön. Was wollt ihr? Verrate ich dir. So, vielleicht hat der Kollege hier auch noch ein paar Zaubertränke für uns. Ihr und ich. Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Zaubertränk der Heilung, der kleinen Heilung. Naja, besser wie nichts. So. Jetzt J. Das hier. Wir wollen ein paar Leute rekrutieren. Oh. Da ist er. Irgendwo unten. Ihr da, bleib stehen. Ich habe diesen Bären jetzt schon 2 Wochen lang verfolgt. Dem wird niemand mehr zum Opfer fallen. Iswan, er und Hilfe? Das hätte ich nie für möglich gehalten. Er ist leider ein paar Jahre zu spät dran. Er bedeutet mir nichts mehr. Ich habe Wichtigeres zu tun. Außerdem kommt er bestens allein zurecht. Das hat er mir selbst versichert. Wobei sollte er schon Hilfe brauchen? Vampire? Das könnte die Lage ändern. Erzählt mir ausführlich, was los ist. Oh. Bei den 8. Nun hört zu. Jetzt müssen wir auch noch Geschichten. Ich denke darüber nach. Aber ich kann diesen Bären nicht noch mehr Unschuldige töten lassen. Wenn das erledigt ist, werde ich vielleicht erfahren, was Isran von mir erwartet. Wo ist der Bär? Hilf Gunmar, den Bären zu besiegen.
Wir müssen da in die Höhle rein. Naja. Hilft alles ungemein. Bei der Alchemie, die wir noch nicht können. Welchen von den vielen? Ein Glück, das war Zaubertrick. Kommt doch gar nicht aus der Höhle raus. Doch. Ich weiß nicht, wie ich es alleine geschafft hätte. Nee, ich auch nicht. Ihr habt mir geholfen. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Herauszufinden, was Isran will. Er ist noch immer bei Stendas Stern, nicht wahr? Natürlich. Er arbeitet schon viele Jahre daran. Lässt keinen rein. Seine eigene kleine Festung. Tja, jetzt werde ich ja sehen, was er die ganze Zeit über getrieben hat. Wir sehen, die alleine gebaut hat. So, das erledigt. So, wir haben wieder ein Buch gefunden. Das lesen wir mal kurz. Vielleicht ist. Ja, jawohl, es ist. Aus Knacken 26. Was auch immer das ist. Eine neue Hand berührt den Stern. Hört mich. Hört mich an und gehorcht. Eine schändliche Dunkelheit ist in meinen Tempel eingedrungen. Eine Dunkelheit, die ihr vernichten werdet. Bringt meinen Stern zum Berg Kilkreath zurück. Und noch! Und ich werde euch zum Werkzeug meines läuternden Lichtes machen. Von mir aus. Aber nicht heute. Jetzt müssen wir uns erstmal um andere Sachen kümmern. Eigentlich müssten wir auch mal wieder ein paar Gefährtenquests machen. Ach man, ich weiß nicht, wie alles zuerst machen soll. Man verliert hier. Oh, wir können schon wieder eine Stufe bringen. Diesmal ist die Gesundheit wieder dran. Ein wenig die leichte Rüstung. Damit war nicht mehr ganz so doll um, ganz so schnell um. So, mein Hirsch, da ist das. Wir müssen. Mit. Sollen wir hier.
Ich bin zwar eigentlich noch nicht bereit dafür, aber egal. So, diesmal reisen wir ja alleine hier. Ah, vielleicht können wir hier was verkaufen. Hallo. Hier, das kann ich erübrigen. So, wir hätten zur Auswahl. Nein. Das kannst du haben. Das kannst du haben. Das kannst du haben. Wir könnten mal wieder Leder machen. Aber nicht jetzt. Dein Huscherei hinzugefügt. Sehr schön, sehr schön. So, hier waren wir schon mal vor kurzem. Wir müssen irgendwo da drüben hin. Ich glaube, das war diese komische Zwergenruine, die wir da gesehen haben. Wo wir aber nicht nah genug zum Markieren angegangen sind, leider Gottes. Frage ist, können wir jetzt diesen Weg nehmen? Wieder was? Da ist es sinnvoller, da unten rumzugehen. Man weiß es nicht so genau. Wir probieren es mal auf diesem Wege. Natürlich auch mein Pferd nehmen können, aber naja. Man hier? Nein, kann man nicht. Oben ist irgendein ein Lager. Auch nicht hier oben. Wenn ihr wart, ich werde ganz allein gegen die gesamte Armee. Oh ja. Wenn ich mal Geld dabei. Gegenüberzutreten. Geht weiter. Ja, ja. Die hat uns angegriffen. Ihr habt es gesehen. Es war reine Notwehr. So, wir sind also schon da. Guten Tag. Ihr habt nicht zufällig einen Sack mit Wemerkreiseln drin gesehen? Ich könnte schwören, ich habe ihn genau hier hingestellt. Was? Vielleicht haben die Schlammkrabben ihn sich... Haltet doch bitte die Augen offen, ja? Hm. Isran? Will mich? Hm. Nein, da müsst ihr euch irren. Das letzte Mal, als wir miteinander sprachen, hat er mir klargemacht, dass er meine Hilfe nicht braucht. Ich kann mir kaum vorstellen, dass er seine Meinung geändert hat. Er hat sich jetzt scheinbar mit allen möglichen Leuten verscherzt. Bevor er ging. Wie dem auch sei, ich kann mich über mein jetziges Leben nicht beklagen. Wenn ihr mich also entschuldigen würdet. Ja, das wollte ich damit sagen. Ich dachte, das sei klar geworden. Mhm. Sagt, was wollt ihr von mir? Vampire? Wirklich? Oh, und ich vermute, jetzt erinnert er sich daran, dass ich ihm von 3 möglichen Szenarien berichtet habe, in denen Vampire über das Volk herfallen. Nun, was haben Sie vor? Ich... Damit hätte ich beim besten Willen nicht gerechnet. Interessant. Ich bin mir nicht sicher, was Sie damit anstellen wollen, aber in diesem Fall macht Isran sich wohl zu Recht Gedanken. In Ordnung, wenn's weiter nichts ist. Es kann wohl nicht schaden, zu erfahren, was eigentlich vor sich geht. Dann kann ich mich auch besser verteidigen. Aber ich kann nicht einfach zurücklassen, woran ich hier gearbeitet habe. Dazu ist ich hab's geahnt. Ich brauche mindestens einen intakten Dwemer-Kreisel. Also entweder meine von den Schlammkrabben gestohlene Tasche finden oder mir von irgendwoher einen anderen Kreisel beschaffen. Ist zufällig einen dabei, oder? Gerade nicht.
Es tut mir sehr leid, aber ich kann dieses Projekt jetzt... Das verstehe ich. Ein einziger Kreisel würde schon reichen. Glaubt mir. Das geht aber nicht. Mindestens einen Kreisel als Zeichen meiner Bemühungen. Seht ihr auch noch die... 3 Meter. 3 Meter von deiner Nase weg hat das gelegen hier. Komm, Mutti, komm. Ja, saufen wolltest du bloß. Was für ein Schlapp? Das verstehe ich. Ein einziger Kreisel würde schon reichen. Vielen Dank. Wo soll ich mich laut Isran hinbegeben? Er hat seinen geheimen Unterschlupf ausgebaut, nicht wahr? Bin neugierig, jawohl, was er draus gemacht hat. Sobald ich hier fertig bin, mache ich mich auf den Weg. Wir sehen uns dort. Okay. Hier was zu klauen. Ja. Na, Primstens. So, wir gehen mal ganz kurz da hoch. Ganz schön weit weg und da ist so ein Viech, ne, da gehen wir jetzt nicht hin. Da ist noch ein Vieh, da gehen wir auch nicht hin. So, M-Karte, wir gehen erstmal nach Rifton. Von unserem Sieg berichten. Quasi einmal quer über die ganze Karte. Logisch. So, jetzt müssen wir da runter wieder in den Keller. Ich rate euch dem Gerede der Gesichtsformerin in der zersplitterten Flasche kein Gehör. Wollt ihr am Leben bleiben? Warum ein Risiko eingehen? Bleib schon am Leben. So, mittlerweile kennen wir ja den Weg, glaube ich. Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Mach keinen Ärger, sonst gibt es Ärger. Ihr habt den Auftrag sauber erledigt und das Gold abgeliefert. So mag ich das. Leichen verschwinden zu lassen und die Wachen zu schmieren kann teuer werden. Gut gemacht und auch ich schulde euch etwas. Hier, die könnten euch recht nützlich sein. Gift der Fuß. Lösung der Gesundheit, Wundertrunk des Volltreffers. Ja, was kommt? Wenn man bedenkt, wie ihr die Ladenbesitzer im Griff hattet, habt ihr mehr als nur euer Können unter Beweis gestellt. Leute wie euch brauchen wir in unserer Gruppe. Noch mehr zu holen. Das ist die richtige Einstellung. Der Diebstahl liegt euch im Blut. Ihr seid ein echter Langfinger. Ihr werdet bestimmt gut zu uns passen. Woran denkt ihr? In letzter Zeit gab es eine Durststrecke, jedoch nichts Besorgniserregendes. Ja, das würde ich jetzt auch sagen. Ihr bringt uns weiterhin Geld und ich kümmere mich um alles andere. In Ordnung? Na gut. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, folgt mir einfach und ich zeige euch alles. Ja, das machen wir allerdings erst in der nächsten Folge, denn die Folge ist rum. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, ihr kennt das Spiel. Daumen und so weiter und so fort. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.